seit 5 Jahren in der Landjugend. Und so ist das eigentlich bei uns auch im Freundeskreis, dass fast jeder eigentlich in der Landjugend aktiv ist und wir alle sind da eigentlich mit dabei. Am besten gefällt mir die Gemeinschaft und die Vielfältigkeit, die wir in der Landjugend haben. Die sind alle etwas unterschiedlich, Jungs, Mädchen, gemischt. Und jeder kann irgendwas und der eine ist ein bisschen mehr handwerklich begabt, der andere vielleicht ein bisschen mehr organisatorisch. Und das schätze ich sehr in der Landjugend, die Gemeinschaft. Das Erntefest macht besonders, dass man das, was man im Frühjahr in den Boden gebracht hat, am Ende in den Händen halten kann und dann auch noch verköstigen kann. Dass man sehen kann, wie ist der Werdegang vom Frühjahr zum Herbst. Und das macht das Erntefest ganz besonders. Und das Gemeinschaft mit dem ganzen Dorf, von jung bis alt, feiert zusammen das Erntefest. Die Landjugend nimmt bei mir im Leben eine große Rolle ein. Also ich bin bei uns auch im Vorstand und deswegen ist das doch viel Zeit, aber auch schöne Zeit. Aus der Zeit in der Landjugend lässt sich auf jeden Fall Selbstständigkeit mitnehmen und auch, dass man herangereift ist. Also das geht mir auf jeden Fall so, dass man weiß, dass man selber was organisieren kann, dass man auch mal Verantwortung übernehmen muss und auch ganz viel Freude und Freundschaften. Demokratie wird bei uns gelebt. Einfach durch die Wahlen, die in der Ortsgruppe stattfinden und dann natürlich weiter raufgehen. Über die Kreisebenen, wo sich die einzelnen Ortsgruppen nochmal zusammengeschlossen haben. Die Kreisebenen haben sich zusammengeschlossen zu den Bezirken und die Bezirke entsenden dann ihre Mitglieder zum Beispiel in den Landesvorstand oder auch zum Hauptausschuss, eben das größte Gremium der Landjugend. Mir gefällt ganz besonders daran, dass Kontakte knüpfen zu anderen Ortsgruppen, zu anderen Jugendringen, dann natürlich einfach Ansprechpartner zu sein, sich um die anderen Mitglieder einfach zu kümmern und für sie da zu sein. Für mich persönlich hat die Zeit in der NLJ schon sehr, sehr viel gebracht. Einmal durch das Theaterspielen habe ich gelernt, vor einem großen Publikum frei zu sprechen. Und es hat wirklich mein Profil ein bisschen gefeilt und die Sinne für anderes geschärft. Ja, Bauaktionen macht die Landjugend zum Beispiel im Rahmen von den 72-Stunden-Aktionen der Niedersächsischen Landjugend, die alle 4 Jahre stattfinden. Beim letzten Mal, als wir teilgenommen haben, haben wir zum Beispiel eine Grillhütte gebaut, mussten da zuerst die Fläche pflastern, dann in der Zimmerei die Vorbereitungen für den Dachstuhl und die Wände machen, haben dann dort einen Grill gemauert, das Ganze aufgebaut und zum Abschluss am Sonntagabend, wo dann die 20 Stunden um waren, ein Einweihungsfest organisiert, wo das ganze Dorf eingeladen war. Ja, Spaß an den gemeinsamen Bauaktionen macht eigentlich, dass man am Ende des Tages sieht, dass man gemeinschaftlich etwas geschafft hat und sich darauf verlassen kann, dass wenn man selber Hilfe braucht, die anderen halt auch zur Stelle sind. Also für mich ist so irgendwie zweite Familie. Also weil es sind halt viele Freunde von mir da drin. Klar, ich habe noch ein paar andere, aber irgendwie in der Landjugend ist irgendwie so, du kommst hin, du weißt, okay, auf die ist Verlass, du kannst machen, was du willst und die sind einfach irgendwie bei dir und das ist wirklich schön. Genau, also eigentlich egal, was in deinem Leben so passiert, sei es eine neue Arbeitsstelle oder die erste Ausbildung oder ein neuer Partner, du bringst die einfach mit und gerade in dem Freundeskreis ist es total egal, die werden sofort akzeptiert, weil wenn du sie gut findest, finden die auch gut. Das ist automatisch so und das ist eigentlich das Coole bei uns. Also ich werde auf jeden Fall meine Zukunft auch auf dem Land verbringen, weil ich auch will, dass meine Kinder da groß werden und sehen, wie es eigentlich so ist, weil es so schön idyllisch ist und es ist einfach irgendwie Heimat.